Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe es nach oben geschafft. Tatsächlich ja, bin ich fast oben, also von mir aus gesehen. Viel weiter hoch geht da nicht mehr. Und was habe ich gefunden? Neben noch ein bisschen Rest von Grün, weil zu viel Äste drüber waren. Der Winter ist da und der Handschuh sitzt nicht. Das liegt daran, dass die Finger nicht da sind, wo sie rein sollen. Anfängerfehler. Heieiei. So, ja, herzlich willkommen im Winter. Ich wollte ihn euch nur kurz ein bisschen gezeigt haben. Ja, das ist hier so ein größerer Platz, Forstumschlagplatz sozusagen. Diverse Forststraßen kreuzen hier. Wir haben aber auch einen kleinen Aussichtspunkt. Und wie gesagt, den wollte ich euch auch nur kurz gezeigt haben. War gar nicht so leicht hier hochzukommen. Der Weg hierher ist so ein bisschen, ja, fast schon skandinavisch, so vom Schwierigkeitsgrad her. Und mit Schnee drauf, ja, hab Stöcke dabei, ist also problemlos gegangen, aber ja, muss man einfach wissen. So, hier ein bisschen Aussicht. Ja. Nicht allzu viel Aussicht. Das ist mal wieder so ein Bänkchen, man hat es nach Lothar angelegt, als hier nach Lothar eben der Wald noch deutlich mehr gefehlt hat. Da ist inzwischen jetzt einiges nachgewachsen und wir haben nicht mehr ganz so viel Aussicht wie ursprünglich mal vorhanden. Also zumindest vermute ich, dass es sich um ein Nach-Lothar-Bänkchen handelt. Oh, nicht Handschuh ins Bild halten. Ja, das nur mal so ein kleines bisschen als kleinen Überblick. Ach so, ja, und herzlich willkommen zum Adventskalender. Vergesse manchmal, dass ich das ja noch dazu sagen muss in der Adventszeit. So, wir machen jetzt heute Folgendes. Wir versuchen mal ein sogenanntes One-Stick-Fire. Das habe ich jetzt bei diversen Gelegenheiten schon mal gesehen. Da geht es darum, dass man sich einen Stock sucht. Und ja, dann versucht nur aus diesem einen Stock ein Feuerchen in Gang zu kriegen. So, jetzt gibt es ein paar kleine Komplikationen. Erstens, ist Winter. Das verkompliziert die Sache ein klein wenig. Zweitens, sehe ich deppert aus. Das liegt daran, das ist echt kalt. Ja, und ich bin ja eh schon erkältet. War auch eine große Überlegung, ob es denn Sinn macht, dass ich jetzt unbedingt in den Schnee hochstapfen muss. Aber leider musste ich unbedingt in den Schnee hochstapfen. Und was brauchen wir jetzt? Jetzt wollen wir ja ein One-Stick-Feuer machen. Das heißt, wir brauchen einen One-Stick. Und deswegen bin ich hier im Nadelreinbestand. Das ist übrigens ein Tannenbestand, kein Fichtenbestand. Deswegen steht er auch noch übrigens. Und suche mir hier einen möglichst schönen einen Stick, der sich für solche Zwecke wohl möglich eignen könnte. Und ja, da liegt jetzt schon einiges am Boden rum. Der Witz ist natürlich der, dass ich natürlich nicht will, was direkt am Boden liegt, sondern etwas, das schon längere Zeit deutlich weiter weg ist vom Boden. Also am besten so ein Ast, ne? Aber irgendwie aufrecht gestellt. Das wäre jetzt so das Material der Wahl. Und das finde ich hier bestimmt irgendwo, muss jetzt nur mal einen Moment suchen. Daher bis gleich. So, habe mich für ein Stöcklein entschieden und zwar kurz ohne Handschuhe, sonst klappt das hier wieder nicht. Das Ding da, ja, ne, der da. Da würde ich mir jetzt mal ein Teil im unteren Bereich raussägen, dass ein bisschen Schnee drauf liegt. Ist schade, ich hatte eigentlich gehofft, gerade weil hier eher schneearm ist im Vergleich zu anderen Ecken hier dieses Waldes, dass das wohl möglich, ja, so ganz gut funktionieren würde mit Holz ohne Schnee drauf, aber da Holz mit ohne Schnee drauf hier nicht zu kriegen ist, nehmen wir halt den da. So, das Dumme ist, jetzt habe ich hier für meine kleine Holzsuchexkursion natürlich kein Stativ dabei. Dann müssen wir euch halt da hinstellen und dann säge ich hier mal in Ruhe und beschreibe euch, was geschieht. Also, ich klappe meine Säge aus. Und jetzt säge ich. Das ist nämlich definitiv nicht so richtig trocken. Hatte ich eigentlich gehofft, weil, schaut mal, hier bröckelt schon die Rinde ab. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Normalerweise ist dann der Trocknungsprozess schon ziemlich fortgeschritten. Und einzelne Bereiche von diesem Holz sind bestimmt trocken, aber hier ist auch noch ein bisschen Nässe drin. Heißt,
Ja, wir hoffen einfach, dass wir an dieses angeblich ach so trockene Innere kommen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist für mich Neuland. Ich mache normalerweise keine aus einem Stock Feuer, sondern ich sammle viele kleine Stöckchen und mache da draus mein Feuer. Aber ja, probieren können wir es ja mal. Und wenn wir scheitern, dann haben wir was gelernt. Ne? So, Ziel wäre jetzt hier noch abzusägen. Und da das so natürlich nicht geht, lege ich es kurz hin. Wir haben ein Stück Holz und das nehmen wir jetzt mit. Und ja, ich gehe auf dem Rückweg noch mal gucken, ob ich nicht noch was Besseres finde, weil ich fürchte, das ist schon nicht so toll. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, bevor es hier angefangen hat zu schneien, hat es gefühlt immer geregnet. So gefühlt jeden Tag, seit gefühlt 2 Wochen. In Wirklichkeit wahrscheinlich nur 7 von 10 Tage und das auch nur 10 Tage lang. Aber ja, trotzdem. Ne? Also ich schaue mir nochmal, ob ich noch was Besseres finde und sonst machen wir das Beste draus und gucken mal, wie weit wir damit kommen. So, ja, ich hoffe, das klappt jetzt soweit. Ich bin jetzt mal auf den Waldboden umgezogen. Ich habe theoretisch Handschuhe, kann die aber aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich nicht wirklich verwenden. Und das ist jetzt noch das andere Holz, mit dem ich hier um die Ecke gekommen bin. Ihr seht, das hat einen Sprung. Das erkennt man daran, dass da so eine Stelle ist, die deutlich nasser aussieht als der Rest. Die ist auch nasser. Der Rest ist jetzt auch nicht so richtig, richtig trocken. Also es sind schon wirklich ziemlich schwierige Bedingungen. Ich mache jetzt hier einfach mal Holzaufbereitung, als wäre ich jetzt irgendwo mitten im Walde und würde keine Stelle finden, wo der Boden 100% trocken ist. Finde ich ihn natürlich theoretisch schon, aber wir wollen ja so tun, als ob. Hobokocher hole ich dann auch gleich. Jetzt machen wir, wie gesagt, erstmal Holzaufbereitung. Ich habe alternativ, also den Ast, den ihr gesehen habt, den ich abgeschnitten habe, habe ich wieder weggeschmissen. Alternativ habe ich hier noch einen Ast von der Douglasie. Der ist zwar dünn, aber wahrscheinlich noch das Trockenste, was sich finden lässt. Das ist ein Totast, der hing also noch am Baum. Das schadet dem Baum übrigens auch nicht, wenn man den abschneidet. Also was das angeht, alles in Ordnung. Und ich würde jetzt einfach mal versuchen, den schon mal ein bisschen zu spalten. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Ich habe einfach wenig Erfahrung mit der Kamera bei solchen Gelegenheiten. Ich habe hier für mein ganz kleines Handbeilchen und die Säge legen wir mal ein bisschen zur Seite, dass die nicht im Weg ist. Man kann solche dünnen Äste natürlich jetzt so spalten. Ne? Wenn du dann am besten noch so machst, dann haust du dir mit Sicherheit in die Hand. Das ist also relativ eine dämliche Idee. Viel sicherer ist so, dass man sich den so hinlegt. Ups. Und jetzt ist er natürlich sehr dünn. Na, wieder daneben. Und dann muss man irgendwann treffen. Und kann den dann hoffentlich so ein Stück weit längs sozusagen spalten. Oder man versucht es natürlich so. Ups. Ja, sehr, sehr kleine Jahrringe. Schwierig tatsächlich, ja. Gebe ich zu. Und ich mache sowas auch nicht so oft. Ne? Also normalerweise sammle ich kleine Stöckchen und dann mach ich mein Feuer. Und es ist ja Training. So, das ist schon mal ein guter Anfang, so leicht gespalten. Dann können wir nämlich mal ins Innere gucken und stellen fest, da wohnt wer drin. Das ist also tendenziell suboptimal. Damit war auch Möglichkeit, dass da Wasser eindringen konnte. Aber das Schöne ist, wir haben hier so Bohrstaub und dieser Bohrstaub, der ist furztrocken. Und das ist dann schon ein guter Indikator dafür, dass wir es voraussichtlich hier doch mit einem sehr, sehr trockenen Stück Holz zu tun haben. Okay, legen wir mal zur Seite. Spalten wir hier mal noch ein bisschen weiter. So, der ist jetzt weitgehend der Länge nach, jawohl, das langt mir für meine Zwecke fürs Erste. Ne? Also wir kommen hier jetzt überall ans zentrale Kernholz ran. Und in der Theorie ist das zentrale Kernholz, also genau das, was hier jetzt frei liegt, das Trockenste, was man da so finden kann. Ne? Und wir wollen uns ja auch Zunder aus dem einen Stick hier sozusagen herstellen. Und die Idee ist, dass man jetzt eben aus dem Kernholz super feine Löckchen irgendwas
dieser Kategorie macht und davon ganz viele und die dann hoffentlich mit dem Fire Steel entzündlich sind. Ne? So, und da bereite ich jetzt einfach meine Ladung vor, indem ich jetzt hier nicht groß mit meinem Beilchen hantiere, sondern den Rücken meiner Säge nehme. Der ist nämlich sehr scharfkantig und damit kann man dann hier jetzt quasi mit dem Sägerücken so ganz feine Holzfluffs sozusagen abkratzen. Das Blöde ist bloß, wenn ich das jetzt mache, dann fallen die natürlich auf den Boden. Der Boden ist nass, das heißt, ich muss hier jetzt an dieser Stelle meinen Halslappen opfern. Also was heißt opfern, ist das falsche Wort, er geht davon ja nicht kaputt. Also, so viel zum Thema Halslappen. Jetzt habe ich halt keinen Halslappen mehr. Ich hoffe, das ist nicht die falsche Entscheidung. Aber ich kann den jetzt hier schön hinlegen und kann darauf wunderbar eben versuchen, trockene Bestandteile vom Holz zu sammeln. Dafür werde ich jetzt aber das Holz noch ein bisschen weiter aufbereiten. Und dann nehme ich sinnvollerweise ein Messer. Und ich möchte nochmal betonen, ich mache das zum ersten Mal. Ne? Also ich hatte nie die Notwendigkeit und habe auch nie eingesehen, weshalb solche Feuermachtechniken hier unbedingt erforderlich sind. Sie sind ja auch nicht unbedingt erforderlich. Es soll jetzt einfach ein Training und eine Übung sein meinerseits. Und ich mache jetzt hier bewusst keine Fettersticks, sondern versuche hier wirklich so feine Mikrospänchen rauszuschneiden, wie nur irgendwie geht. Das werdet ihr auf der Kamera gar nicht sehen, weil ja, je feiner das Material, desto eher lässt sich es mit dem Funken entzünden, desto eher brennt es erstmal für ein Weilchen und dann können wir mit dem nächst gröberen Material um die Ecke kommen. Ne? Also man könnte auch mit dem Messerrücken hier versuchen, so quasi, wenn man dann einen scharfkantigen Messerrücken hätte, das habe ich hier mit meinem Backhand 110 Folder, habe ich das hier nicht. Das ist ein altes, ganz altes, beliebtes Jagdmesser. Kann man natürlich aber auch versuchen, möglichst feine Holzlöckchen damit zu machen. So, und damit bin ich jetzt eine ganze Weile beschäftigt. Erstmal machen wir den Zunder. Den packen wir dann schön ein in unserem Tüchlein, damit der nicht verloren geht. Und dann kümmern wir uns um weiteres mögliches Brennholz. So. So, ich war jetzt ein Weilchen beschäftigt. Was sich jetzt als Problem herausstellt, ist, dass hier hin und wieder mal Schnee von da oben hier rauf fällt. Ne? Also meine Idee mit dem... Ja, gerade passiert der Haufen da. Meine Idee mit dem Halstuch, damit das alles schön trocken bleibt, funktioniert... Ja, jetzt geht es gerade schon wieder los. Funktioniert nur so bedingt. Ja? Und ich habe aber jetzt trotzdem eine Menge, wo ich sagen würde, damit könnte man es probieren. Und das würden wir dann auch tun. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass wir, wenn es hier brennen sollte, das Ganze ja noch irgendwie in den Hobokocher überführen müssen. Dafür zeige ich euch den mal, den hole ich mal eben gerade. So, das hier ist mein neuer Hobokocher. Will ich gar nichts zu sagen. Ich schreibe mal sicherheitshalber unterstützte Produkt durch Produktplatzierung dazu, denn streng genommen ist es eine. Ich habe den also mal nicht selber gekauft und ja, kann aber noch nichts zu sagen, habe ihn noch nicht ausreichend getestet, ob der jetzt nun gut oder schlecht oder sonst irgendwas ist. Er ist zumindest groß. So, das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt einfach mein Geraffel hier reinschmeiße, ja, dann kriege ich da unten niemals einen Fire Steel drin bedient. Also das heißt vielleicht gerade so, aber das wäre zu krampfig und das versaut mir dann mein Feuerchen. Möglichkeiten. Man legt das Ding hin, macht sein Feuerchen quasi am Rand und schmeißt das dann da rein, beziehungsweise stellt ihn dann auf, nachdem das da alles brennt. Das ist jetzt also nicht unbedingt einfacher, als wenn man eine richtige Feuerstelle verwenden würde. Aber ja, halt ein bisschen juristisch sicherer, sage ich jetzt mal. Ne? Und jetzt bin ich am Überlegen, entweder ich mache das einfach wirklich so, dass ich jetzt versuche, davon ein paar Flöckchen hier anzuzünden, die dann da reinfallen lasse. Hoffentlich, dass sie unterwegs nicht rausfallen, weil das Ding hat ja Löcher, wenn es so ganz kleine Furzelchen sind. Und ich dann das da innen eben, das dann weiter brennt, ich dann langsam kleines Feinmaterial nachgeben kann. Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Jetzt habe ich noch gar kein Feinmaterial, das muss ich auch gleich noch herstellen. Aber ich wollte einfach nur mal kurz die Strategie besprechen.
alternativ könnte ich mir auch den hier jetzt noch spalten und ich glaube, das werde ich tun, dass ich den also zwar nicht verwende, aber das halbierte Ding quasi als Brettchen, da drauf mein Feuerchen zum Laufen kriegen, das dann mit dem Brettchen hier reingeben, damit das nicht so weit fällt und ja, das mal versuchen. Einfach das hier quasi als Hilfsstock sozusagen. Das wäre offensichtlich auf der einen Seite gar nicht trocken gewesen. Also hier ist definitiv eine Menge Wasser reingekommen, das ist sogar leicht gefroren im Inneren. Schon wieder Schnee. Scheiße. Aber das erfüllt seinen Zweck. Ich habe jetzt einfach so ein kleines Brettchen, kann darauf dann nachher mein Feuerchen entzünden, um es dann da reinzugeben. Das wäre so der Sinn der Veranstaltung. Aua. Und natürlich bleiben beim Arbeiten ohne Sicherheitshandschuh kleine Malöre an der Hand. Nicht aus, wer kennt es nicht. Ne? Also Handschuhe tragen ist, wenn man sich nicht verletzen möchte, schon immer eine gute Idee. So, ich mache jetzt einfach noch ein paar kleine Sachen und dann mache ich mal das mittelkleine Zeug und dann einfach noch den Rest vom Stock kleine. Die Reste vom Stock sind im Grunde noch das hier, das da und das da. Mehr Brennholz darf ich eigentlich gar nicht verwenden, ne? Weil ja, das ist mein Stock. Das hier gehört ja schon wieder zu einem... Ach, das ist doch scheiße. das gehört ja schon wieder zu einem anderen Stock. Ja, der Kohlgrabe findet das auch. Ne? Hast du recht. So, ich bin jetzt gerade dazu übergegangen, mir ein bisschen gröbere Späne zu machen. Sowas hier. Ne? Also die sind jetzt bei weitem nicht grob, aber gröber. Und das lässt sich ganz gut beschleunigen, indem man versucht, das gerade mit einem Beilchen hier so zu machen. Ne? Wenn man schon ein Beilchen hat. Und ja, viel gröber als das, was ich hier jetzt gerade herstelle, möchte ich eigentlich auch gar nicht haben. So, die Sache nimmt langsam Formen an. Ich werde jetzt beim restlichen Brennholz noch die Rinde mindestens abmachen, weil die ist immer nasser als das Holz innen drin. Also zumindest die äußere Rinde noch ein wenig. Und ja, dann habe ich langsam auch keine Lust mehr und würde mal versuchen, ob das denn schon funktioniert. Und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert und dann dürft ihr mich auslachen. Es sind minus 4 Grad. So, ein Fire-Stil, handelsüblicher, light my fire. Und das soll jetzt mein Anzündbrettchen werden. Ne? Sprich, hier werden wir jetzt ganz vorsichtig unser Anzündmaterial drapieren. Also die ganz, ganz feinen Sachen. Ich suche mir jetzt aus meinem feine Sachenstapel nochmal das ganz, ganz feine Zeug auch raus. Ja, ich hoffe, es ist fein genug. Zur Not mache ich halt nochmal was noch Feineres. So. Und jetzt ist halt die Frage, ist das halbwegs trocken? Ne? So. Ihr dürft mal noch versuchen, ein bisschen näher zu kommen. So, besser kriege ich euch da nicht dran, ohne zu riskieren, meine Kamera anzuzünden. Und jetzt ist meiner Meinung nach die beste Technik zur Bedienung des Fire-Stils, die ich mir bei Felix Imler abgeguckt habe. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Dass man in sein Zunderhäufchen das also quasi fixiert, indem man hier was Scharfkantiges reinlegt und dann darüber den Fire-Stil abzieht. Weil dann fallen die Funken alle wunderbar ins gemachte Nest sozusagen. Und hat ja keiner gesagt, dass das einfach wird. Ja, war ein Flämmchen. Ja, jetzt muss ich ein bisschen weiter weg.
fast. Kleines Mini-Flämmchen. Ja, scheiße. Ja, jetzt hing alles, was gebrannt hat, hing an meiner Säge. So ließ sich das natürlich nicht überführen. Wir müssen das näher ran. Wir brauchen das definitiv viel näher am Topf, dass ich es dann wirklich nur runterschieben kann. Und im Topf vielleicht auch gleich schon noch ein bisschen Material da haben. Also nur zur Info, mit Zunder wäre das hier überhaupt kein Problem, ein Feuer zu machen. Ne? So gar nicht. Das Problem ist halt einfach, dass ich hier wirklich nichts habe, was besser brennt als feuchtes, kleingeschnibbeltes Holz. Und das ist dann schon wirklich außerordentlich schwierige Bedingungen, das zum Brennen zu kriegen. Ja? Es wäre auch kein Problem, Zunder zu finden. Es geht einfach nur darum, dass ich mal versuchen möchte ohne. Das ist auch so ein bisschen das große Geheimnis des Feuermachens, genügend Hitze an einem zentralen Punkt zu erzeugen, die sich dann nach Möglichkeit bitte verbreiten möge. Und ja, versuchen wir es noch einmal. Aber ja, ich habe halt den obersten Scheit jetzt angezündet und schwuppdiwupp geht der auch schon wieder aus. So, ja, das Projekt ist hiermit als gescheitert erklärt und wir greifen in die Hosentasche. In der Hosentasche finden wir heute mal sowas hier. Ja, das ist also so ein üblicher Wachsgrillanzünder. Habe ich im zu verschenken Regal von unserem Haus gefunden. Da kann jeder Bewohner, der was zu verschenken hat, das ins zu verschenken Regal packen. Und jemand hatte das Zeug hier zu verschenken. Ups. Na. Fast. Auch hartnäckiger als ich dachte. Das kriegen wir aber hin. So. Ja, und das brennt jetzt natürlich gleich ganz anders, ne? Und da müsst ihr jetzt ein bisschen Abstand halten aus Sicherheitsgründen. Ja, das ist natürlich jetzt ganz einfach. Ne? Man hätte hier jetzt auch problemlos Birkenrinde nehmen können. Problemlos. Oder Kienspan. Auch alles überhaupt kein Thema. Das ist auch nicht viel besser, also dieses hergestellte Zeug, industrieller Zunder, als gute Naturzunder, die man natürlich erstmal finden muss, klar. Ja. Aber ja,
Gut, dann ist das Projekt gescheitert. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Habe ich einen guten Grund, weiter zu üben. Und ich versuche das mal einfach im Sommer. Das wäre doch auch mal was. Ne? Machen wir im Sommer nochmal. Erinnert mich dran, wenn ich es wieder vergessen sollte, das einfach im Sommer nochmal probieren. Jetzt nicht bei Furz trocken, das ist ja einfach, aber bei, ja, so ein bisschen einfacheren Bedingungen. Das hätte ich jetzt mir vorgestellt, dass das jetzt eigentlich besser brennt, weil das Holz ist ja wirklich klitzeklein. Es ist halt auch leicht feucht, ne? Es ist halt einfach. Das kann man aber auch nicht vermeiden. Ich würde behaupten, das ist das trockenste Stück Holz, das man hier hat so finden können. Was Trockeneres als vom Baum, also ein Totast vom Baum nehmen, das gibt's nicht. Das gibt's wirklich nicht. Da hast du keine Chance, da noch was Trockeneres zu finden. Und ja. Und jetzt brennt es normalerweise dann im Hobokocher ja auch besser als im normalen Feuer. Und dass es trotzdem eher schlecht brennt und auch qualmt wie Sau, jetzt kommt es so langsam, ist dann doch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir es hier mit sehr schwierigen Feuermachbedingungen haben. Also erstens, weil ich mich natürlich rausreden möchte. Und zweitens, weil es halt tatsächlich auch so ist. Muss ich einfach mal gucken, ob man das irgendwie mit einer nicht beschreibbaren Fähigkeit, die kleine Flamme an dem Kleinholzzeugs irgendwie aufrecht zu erhalten. Vielleicht indem man, weiß ich nicht, wirklich minutiös die einzelnen kleinen dünnen Dinger wirklich übereinander stapelt oder wirklich daraus ein Mini-Mini-Feuerchen baut oder sonst was. Ich behaupte, in der Praxis ist es fast immer möglich, irgendeinen Zünder zu finden. Fast immer. Nicht immer, aber fast immer. Und findet man wirklich keinen, ja, dann wird es schwierig. Ne? Also dann kann man immer noch Fussel aus der Socke, ein Stück Plastikklamotte anzünden, ne? Fließpulli zum Beispiel. Ja, generell einfach zur Not wirklich eine Socke, wenn das eine Synthetiksocke ist. Wer Wollsocken hat, hat ein Problem. Hoffen, dass man noch irgendeinen Zettel vielleicht im Geldbeutel hat, der möglicherweise als Zunder funktionieren könnte. Oder halt wirklich was Pflanzliches aus der Natur suchen. Da gibt es wirklich mannigfaltige Möglichkeiten, auch abseits der Birkenrinde, Dinge zu finden, die da funktionieren können. Also ich habe noch nie, wenn ich ein Feuer machen wollte, wirklich die Schwierigkeit gehabt, dass ich ums Verrecken keinen besseren Zunder als klein geraspeltes Holz gefunden hätte. Das ist bei mir wirklich in der Realität noch nie vorgekommen. Und schon gar nicht in Skandinavien, da wächst ja überall Birke. Also wenn überhaupt, dann tatsächlich eher in Wäldern, wo Birke nun mal sporadisch vorkommt. So. Ja, ich glaube, wir können an der Stelle fürs Erste sagen, bis morgen. Ne? Macht's gut. Winke, winke. Und tschüss.